Herzlich willkommen, Jungs und Mädels. Ich bin's wieder, euer Hellspawn. Und wieder unterwegs in Curse of the Monkey Island. Ja, wollen wir mal gucken. Wie letztes Mal waren wir hier stehen geblieben und wir müssen da hoch durch dieses kleine Löchle, was da an der Decke ist. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken, ne? Also. Nein. Haben doch hier alles abgegrast, oder? Haben wir den schon geguckt? Ich möchte nicht daran denken, was dieser Kamm durchmachen musste. Können wir den nehmen? Ich glaube, LeChuck hat ihn nötiger als ich. Beutel? Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Ja, können wir den nehmen? Ah! Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Oh, was für ein Hinweis. Aber erstmal, können wir den nehmen? Okay. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Es ist ein Diamantring. Gut, machen wir mal weiter. Ich kenne einen Ball. Ich will die lustigen Ballons nicht zerplatzen lassen. Zerplatzen lassen? Ich will die lustigen Ballons nicht zerplatzen lassen. Moment, Freunde der Nacht. Können wir denn eventuell... Wenn ich mit dem Ring daran kratze, platzt sie. Moment. Absurd, aber wir probieren es mal. Ah! Jawoll! Ist mir letztes Mal nicht aufgefallen mit dem Beutel da und so weiter, ey? Na, guck mal, da haben wir das Gummipferd. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du... Ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... Halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh... Guybrush. Oh. Wally? Du lebst. Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist dein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Ups. Kapitel 2. Ein hochkarätiger Fluch. Oh nein, Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Ja, das glaube ich auch nicht. Es ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Pures Gold, das Mädchen. Pures Gold. Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nicht für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Glühende Kohle. Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Autsch! Komm! Besser nicht. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn, eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island.
Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Mhm. Gut. Diese Festung hat schon bessere Tage erlebt. Ja, das ist wohl wahr. Das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste präsentiert Spear. Da steht, willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island. Ja, soll man jetzt das... Ja, ich weiß es nicht genau. Sollen wir die jetzt hier stehen? Aber vielleicht können wir die ein bisschen leichter machen. Vielleicht können wir hier mal die Ballons. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Warum denn nicht? Das weißt du doch gar nicht. Intim geworden seid ihr doch nach meiner Kenntnis nach noch nicht. Okay. Gehen wir erstmal hier weiter. Lassen sie erstmal das stehen. Die ist ja nicht gerade so, dass man sie mal eben unter den Arm packen könnte und sie mitnehmen kann. Ich bin hier. Da bin ich. Gehen wir mal dahin. Moin, Junge. Das ist ein Krug für die Limonade. Wie inspirierend. Ein aufstrebender, junger Unternehmer. Ich bin größer als er. Ich bin kein Tyrann. Sie müssen mir helfen. Wir haben geschlossen. Du musst mir geschlossen? Jo. Die Kinderarbeitsbestimmungen sind hier ziemlich streng. Aber meine Freundin ist mit einem Piratenfluch belegt worden. Oh, dann müssen Sie unbedingt die Mama im Sumpf aufsuchen. Sie hat einige Flugblätter zurückgelassen. Sie finden vielleicht noch eins irgendwo hier in der Stadt. Ja, gut, das ist eine gute Information. Wieder ab zur Voodoo-Oma. Um dann uns mal schlau zu machen, was wir da machen können. Was ist das? Der Chefarzt von Plunder Island warnt, Inhaltsstoffe dieses Produktes können gesundheitsschädlich oder tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Okay. Das hier. Das ist ein großer, dicker Bottich voller Farbe. Nummer 2. Nummer 2? Farbe Nummer 2? Mal jetzt lesen hier. Gefahr. Nicht betreten. Nie betreten hier, Junge. Vorsicht. Was für eine merkwürdige Blüte. Wow, dieser Dschungel ist dicht. Wenn ich diesen Pfad nehmen will, muss ich mir meinen Weg durchhacken. Können wir denn die Blumen nehmen? Was denn? Nein. Warum nicht? Nein. Klopf mal. Na. Du Schwein. Ja, das hat jetzt irgendwie... Das ist eine Abkürzung einfach nur wahrscheinlich. Wo bin ich denn? Hallo? Hä? Ach, da bin ich. Ja, das war jetzt irgendwie... sinnvoll. Egal, weiter geht's. Wir gucken mal ein bisschen um hier. Bei Monkey Island ist es einfach wichtig. Aha. Ein bisschen zu gucken, was so in der Gegend rumflattert und so weiter. Dein Huhn war zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Ja, das ist doch mal ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also ist auf jeden Fall in den Sumpf. Jetzt gehen wir mal hier hin und nutzen mal diese Gegensprechanlage. Nein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Es ist ein Hühnerstall, aber ich sehe keine Hühner. Der läuft noch überall rum. Nein. Matschwitzer, warum? Das ist so dick wie Bratensoße. Wahrscheinlich Kacke drin. Ich werde in diesem Matsch nichts finden, wenn ich mit meiner Hand herumfische. Ah. Müssen wir nicht mit unserer machen? Ich kann den Skelettarm nicht damit... benutzen. Ja, gut. Wir gehen jetzt mal hier rein.
Es ist abgeschlossen. Ja. Gut, wir gehen da nicht rein. Es ist ein altes Krähennest und jetzt ist es ein Schild für den Hühnerladen. Cool. Hier so schön, ne? Die Hühnerbollen da und so. Kreativ, kreativ, Freunde. Gut, wir gehen jetzt mal hier weiter und gucken mal, was hier so ist. Oder ich weiß gar nicht, ob wir hier was machen können jetzt überhaupt oder ob wir direkt in den Sumpf müssen. Ach komm. Aufgekackt, wir gehen jetzt mal in den Sumpf. Können wir da? Ah, was denn hier? Gehen wir mal da lang. Was haben wir denn da? Ein Schild. Schilder! Diese Episode. Sumatra Gummibaum. Gestiftet für Puerto Pollo von unserer Schwesterstadt auf Sumatra, Vacaville. Dieser Baum ist der einzige seiner Art in der gesamten westlichen Hemisphäre und steht als immerwährendes Symbol für die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Ja, das ist die Episode der Schilder, wollte ich sagen. Karibischer Gummibaum. Einer der vielen Gummibäume, die in der gesamten Karibik verbreitet sind und als Rohstoff zum Schiffbau benutzt werden. Ein Gummibaum. Ja. Merkwürdiger Stapel Stämme da drüben. Ich frage mich, wofür diese Zahlen sind. Guck mal hier weiter. Wir gehen mal dahin. Mysteriös. Oh ja. Wir gehen mal rein. Und gucken wir mal, das kommt da oben wieder raus. Das ist irgendwie nicht sinnvoll, oder? Ja, also ich denke mal tatsächlich, wir müssen jetzt erstmal wieder in... gehen wir hier die Abkürzung. Brauchen wir nicht durch die ganze Gegend eiern da. Wir gehen jetzt hier lang und dann gehen wir mal in den Sumpf. Sumpfgebiet. Puerto Pollo. Festung. Okay, da ist auch wie Sumpf. Ja! Das sieht gut aus. Ein Rinderschädel. Wir sind in Wacken! Ach, der wieder. Ach, du schon wieder? Ja, dein schrecklichster Albtraum. Ja, sicher. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um! Kehre um! Dunkelheit wird dich umhüllen! Ja. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah, ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Nur nochmal zur Information. Damals, das Spiel kam 97 raus. Und was damals die Voodoo-Kids waren, nennt man heute die Emos. Nur nochmal so als kleine Orientierungshilfe für euch, die jetzt zugucken. So. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Ja, komm. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Jo. Was machst du da oben? Ich stehe hier als ein Zeugnis. Stehe? Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Wie lange willst du das noch weitermachen?
solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist todlangweilig. Im übertragenen Sinne natürlich. Darum lutscht er uns auch gerade ganz schön zu, ne? Du wirkst unzufrieden. Ach, ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das würde dich glücklich machen? Ja, glücklich auf eine dunkle, dämonische Art. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. So, Es sieht aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. Gehen wir mal weiter und gucken wir mal, was uns in Wacken erwartet. Yeah! Was für eine Erleichterung. Oh. Dann aber Moment mal. Ich wette, dass hier nicht funktioniert. Ich meine, es ist nur eine Voodoo-Puppe aus Papier. Mach. Oh, dieser Schmerz. Ah, komm, noch mal. Wir treiben es mal ein bisschen auf die Spitze. Oh, dieser Schmerz. Okay, jetzt wiederholt es sich leider. Kann man denn so ein Püppchen mitnehmen? Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Ja und? Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Ist doch top, sowas zu haben. Kleister können wir mitnehmen. Es ist eine Flasche Kleister. Es ist eine Voodoo-Nadel. Ja? Willst du es nicht nehmen? Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Möchtest du sie jetzt nehmen? Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Besser als nix. Admiral Süßwasser groß und fruchtig Kaugummi. 5 Cent. Ja, wir haben noch genug Geld. Hier. Gucken wir mal, was wir bekommen. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Nicht schlecht. Nochmal. Er hat meine Münze verschluckt. Sau. Groß und fruchtig Kaugummi. Dieser Kaugummi fühlt sich warm an. Gut. Das ist ein großes, ausgestopftes Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Können wir da irgendwie... Keine Ahnung. Ich möchte das nicht feststecken. Ja, ist ja gut. Gucken wir mal, ob wir den irgendwie rütteln können. Ja. Ja, hello again, my bitch. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur, zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Schick. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Okay. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit, Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden.
Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. So. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Ja, gucken wir mal. Das ist die Oprah Winfrey der Voodoo-Gesellschaft. Junge, habe ich viele Geschichten, die ich dir erzählen muss. Geschichten? Ja, nun, ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ich muss gehen. Aber ich muss dir von LeChuck erzählen und von Elaine. Ich werde jetzt in einem großen Lichtblitz verschwinden. Bedecke deine Augen. Nein, 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 warte. Es hat alles auf Dinky Island begonnen. Ich wusste, dass LeChuck nahe war. Ich werde hier verschwinden, jeden Moment. Okay, okay, keine Geschichten. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Nein. Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Ja. Versteckt? Du hast sie nicht versteckt? Sie ist eine massive Goldstatue auf einer Insel voller Piraten. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Ja. Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Jefarenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein. LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Okay, sehr cool. Habt euch mal, guckt doch mal hier die Schlappen an, die sind ja auch sehr stylisch. So, wollen wir mal gucken. Wo finde ich einen großen, unverfluchten Diamantring? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird.
Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Oh ja, stirbst. Hm. Sterben wollen wir eigentlich nicht, ne? Hm. Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein. Der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Natürlich nicht. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Okay, wie komme ich dahin? Du musst mit mir kommen. Blood Island klingt gefährlich. Du musst mit mir kommen. Nein, kann ich nicht. Ich habe in den letzten 6 Jahren auf 3 verschiedenen Inseln gelebt. Ich möchte nicht mehr reisen. Außerdem ist dieses Wrack noch nicht abbezahlt. Mein Gott, ey, kein Wunder, wenn du nur auf dem Arsch sitzt, ey, wirst eh nur immer fetter, ey. Aber wer wird mir Informationen und Ratschläge geben? Du musst mitkommen, du bist meine einzige Hoffnung. Nein, Guybrush, es gibt noch eine andere. Blood Island, ich komme. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weiser geworden. Ah, guck mal hier, die Maske aus dem ersten Monkey Island Teil. Von den Eingeborenen. Wir wissen, was wir tun müssen. Unser Jedi-Meister hat hier Bescheid gesagt, was abgeht. Und ja, da würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal auf die Suche nach Blood Island und der Abenteuer, die da kommen mögen. Wir sehen uns dann dementsprechend wieder in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Hellspawn spielt Curse of Monkey Island und wir werden alles dafür geben, Elaine von ihrem Fluch zu befreien. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.